Hallo, ich bin Mariana vom Move36 und wir sind heute mit Schülern der Bardo-Schule unterwegs. Denn die erleben gerade diese Woche ein spannendes Projekt zum Thema Wie werde ich YouTube-Star? Und da schauen wir mal zu. Anne Heidel von Filmreflex leitet die Schüler heute an und erzählt uns jetzt, was wir eigentlich machen. Ja, wir drehen einen Film. Also die Filmidee kommt von den Jugendlichen und wir haben gestern recht lange dran gesessen, um die zu entwickeln. Es geht um Zombies, Grusel und eben auch, sollte aber auch was Sketchiges drin sein, das haben sie sich gewünscht. Und ja, jetzt meine Aufgabe hat sich mittlerweile fast erledigt, weil mittlerweile machen die das fast ganz alleine. Also ich habe am Anfang so ein bisschen erklärt, was gibt es für Rollen und was gehört alles zum Film dazu. Wir haben auch ein Storyboard gezeichnet und haben eben einen Plan entworfen für die Szenen. Und mittlerweile hat jeder so seinen Posten, ne? Vom Ton über die Kamera, über Regie und Aufnahmeleitung und Filmklappe natürlich auch. Genau. Und was dabei rauskommt, wird tatsächlich auf dem offenen Kanal gezeigt. Wann und wie erfahrt ihr bei uns. Julia Zwingmann ist Englisch- und Geschichtslehrerin an der Bardo-Schule. Und Frau Zwingmann, warum ist dieses Projekt so spannend? Ja, wir hatten ja im Dezember schon mal ein Projekt mit der Firma Filmreflex und das waren allerdings Schüler der 5. Klasse und wir waren so begeistert davon, wie man ja auch das Thema Medien eigentlich auch aufarbeiten kann. Die haben damals einen Comic gemacht und haben dann versucht, die Firma Filmreflex für die Projekttage auch nochmal zu gewinnen. Und das ist uns ja geglückt und ich glaube, das kommt ganz gut an. Mattes Jacobi ist Jason und spielt die Hauptrolle in dem kleinen selbstgebauten Film. Willst du Schauspieler werden? Nee, nicht so. Ist mehr so im Schulprojekt jetzt. Hast du schon mal selbst solche Projekte gemacht? Selber einen YouTube-Film gedreht? Nee, noch nicht. Das ist mein erstes Mal so auch im Filmwesen so. Ja. Was interessiert dich daran? Ja, es macht einfach unheimlich Spaß, so sich in eine Rolle reinzuversetzen und diese dann auch zu verkörpern und zu spielen. War das schwer, als du jetzt zum ersten Mal vor der Kamera standst? Oh ja, das war sehr schwer. Also wir hatten am Anfang eine Rolle, wo man sehr viel Dialog machen musste. Mhm. Und wir arbeiten ohne, dass die vorgefertigt sind, die Dialoge. Das heißt, man muss dann so ein bisschen improvisieren und das ist sehr schwer am Anfang. Und was hilft dir dabei? Naja, also man braucht auf jeden Fall natürlich Absprache mit dem Partner. Muss sich vorher absprechen, was man sagen möchte. Und natürlich auch ein gutes Team, was auch immer dann mal verzeiht, wenn man mal nochmal ein Versagt sozusagen in der. Ja. 50 Schüler haben sich für das Projekt beworben, nur 12 konnten tatsächlich mitmachen. Aber vielleicht sind die 12 später ja mal unsere YouTube-Stars aus Fulda. So fällst du Jungs auf. 100 Tipps für eine Hammer-Ausstrahlung. Es gibt nur eine Frisur, die alle Jungs lieben. Keine. Haare offen ist der absolute Top-Favorit von Typen.